Ihr fragt euch sicherlich, was ich jetzt hier einfach so in der Themse mache. Ich gehe folgendes Symbol nach. Ich kann euch das ja mal auf der Karte zeigen. Also das ist hier eigentlich schon außerhalb des Spielgebietes. Im Rande habe ich was entdeckt. Erster Weltkrieg. Die dunkelste Stunde. Ja, und genau das will ich jetzt machen. Genau das werdet ihr jetzt sehen, was das jetzt für eine Mission ist. Weiß noch nicht, was mich da erwarten wird. Wir kennen das bereits bei Assassin's Creed Unity. Da waren kurze Zweite Weltkriegsmissionen. Hier sind es wahrscheinlich Erste Weltkriegsmissionen. Komm näher, Cipher. Vielleicht kennen wir uns schon. Vielleicht nicht. Du suchst nach einem Artefakt. Lass mich dir die Wahrheit zeigen. Los geht's. Erster Weltkrieg, die dunkelste Stunde. Und den Text werde ich jetzt nicht vorlesen. Auf jeden Fall geht's los. Werden wir mal einfach folgen. Auf jeden Fall klingt das schon sehr mysteriös, das Ganze hier. Ich bin gespannt, was der Erste Weltkrieg hier mit London direkt zu tun hat. Was uns da gezeigt wird genau und aus welchem Grund, ne? Oh, wir sind tatsächlich eine andere Assassinin. Lydia Fry. Soll das sein? Und wir haben jetzt die Aufgabe, das Haus zu untersuchen. Natürlich geht sofort mein Adlerauge an und wir beschäftigen uns mit den Sachen, die hier drin sind. Ich deaktiviere das mal. Ich weiß nicht warum. Ich deaktiviere das einfach mal. Das ist wahrscheinlich der Stromgenerator. Wie ist die Position der zweiten Welle? Eine Stunde entfernt, höchstens. Einen Spion mithilfe des Generators anlocken. Wir fangen mal an zu schleichen. Kann man denn einen Spion mithilfe des Generators anlocken? Generator, wenn Sie einen Generator ausschalten, schalten Sie gleichzeitig alle verbundenen Geräte ab und Personen in der Nähe werden kommen, um den Vorfall zu untersuchen. Ja, und weg war der Text. Das heißt für mich... deaktivieren. Das Weite suchen. Obwohl, die Herausforderung haben wir ja schon geschafft. Ich mach das schon. Ich warte jetzt einfach. Oh, jetzt kommen mehrere. Ja, ich denke mal, die schaffen wir auch. Cool, also das ist hier Lydia Fry anscheinend. Wer auch immer das jetzt sein soll, auf jeden Fall anscheinend in der Fry-Blutlinie. Das war der letzte Spion oder was das war. Sofort stehen bleiben! Das ist aber nicht sehr höflich. Selbst in harten Zeiten wie diesen dürfen wir die Regeln des Anstands niemals vergessen. Waffen runter. Anscheinend verfolgten wir beide dieselbe Spur, Miss Fry. Ich war zuerst hier. In der Tat, Sie sollten belobigt werden. Ich fürchte allerdings, dass wir das Böse in dieser Gegend noch nicht gänzlich ausgemerzt haben. Es gibt noch ein Funkgerät. Begleiten Sie mich doch, wenn Sie so freundlich wären. Das
zweite Gerät muss gefunden werden, sonst verdunkelt bald eine neue Welle Zeppeline den Himmel. Gehen Ihnen die Soldaten aus, Winston? Wenn Sie Ihre beneidenswerten Talente bei der Tower Bridge einsetzen könnten, wäre Ihnen der Dank einer mutigen, doch belagerten Nation sicher. Ich würde mich mit dem Wahlrecht begnügen. Wow, jetzt sehen wir London im Ersten Weltkrieg. Boah. Jetzt habe ich schon fast schon Gänsehaut. Weil, ganz einfach, ich war jetzt vor kurzem in London. Und jetzt sehe ich so die Tower Bridge im Ersten Weltkrieg. Informationen über das Funkgerät finden und Informationen über das Funkgerät stehlen. Das sind meine drei Ziele. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, mächtig Gänsehaut. Das ist schon sehr krass, das zu sehen hier. Vor allem, weil das ja auch in Assassin's Creed Syndicate ja jetzt ein bisschen anders war. Und die Tower Bridge, ja, cool. Aber ich sehe gerade, hier glitzert irgendwas. Hier gibt es anscheinend auch noch Gegenstände zu holen. Ich weiß nicht, ob wir einfach mal hier runtergehen, aber dann kriege ich bestimmt einen Zorn auf mich. Ja, ich denke mal, wir müssen sowieso hier nochmal hierher gehen, weil hier gibt es ja anscheinend Truhen und Co. Das heißt, ich muss die Mission nochmal selber spielen und alle Truhen holen. Das ist nämlich das Ziel zu den 100%. Aber unsere Mission ist hier erstmal die Information finden. Mit einem Adlerauge dürfte das wahrscheinlich funktionieren. Da ist sie. Und diese muss ich auch stehlen. Ja, machen die was? Ich denke schon, ne? Ich habe versucht, mit den Neuen zu reden. Ich mache einfach ein bisschen Terror. Habe ja keine Herausforderung, dass ich hier keinen Alarm machen soll. Mein lieber Scholli, die sind ja doch ein bisschen aktiv hier. Die ist auch ein bisschen schwach, muss ich sagen. Das ist natürlich, da habe ich mir jetzt echt eine Falle jetzt gestellt. Verdammt. Also ich muss sagen, diese Lydia Fry ist von den Waffen her sehr schwach. Ja, jetzt kommt meine Ausrede, warum ich jetzt gestorben bin. Die Lydia Fry war schuld. Ja, nee, ihr habt es ja vielleicht gesehen, ich habe ein paar Mal ausgeholt und ja, die gingen gar nicht tot. Also ist wahrscheinlich schlecht, wenn man da, ja, welche angreifen möchte. Wir gucken uns mal ein bisschen Lydia Fry an. Die ist gerade hier, ist zwar übelst überhellt wegen dieser ganze Animus-Story hier. Aber die sieht doch ganz nice aus. So, nochmal. Hier war die Gänsehautstelle und jetzt gehen wir mal weiter. Oh, jetzt verbrenne ich mich selber hier. Ja, anscheinend eine etwas schwierigere Mission. Map, was ist, wenn ich jetzt hier... Ach, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, was ist, wenn ich jetzt hier in den Inventar gehe und mich ausrüste. Aber nein, sie hat wirklich anscheinend eine standardluschige Ausrüstung. Und ja, damit muss ich mich jetzt zufrieden geben. Und das an drei verschiedenen Stellen. Aber sie hat ganz viel Munition. Fällt mir gerade auf. Das ist cool. Und halluzinogene Bolzen an sie. Ja, wieso habe ich denn die... Sachen nicht ausgeschöpft. Das weiß ich jetzt auch nicht. Also mit halluzinogenen Bolzen werden wir jetzt arbeiten. Das scheint mir besonders klug zu sein. Und ja. Weiß zwar nicht ganz genau, was wir damit machen. Auf jeden Fall werde ich damit in Deckung gehen. Haben wir hier einen Grobian? Ich weiß es nicht. Ich sehe es auch gerade nicht. Auf jeden Fall hat der jetzt was abbekommen. Ich hoffe, der macht mächtig Schaden. Hoho. Ja, er greift sofort das Ziel an. Das ist cool. Also wir
kommentieren das. Und schafft er es? Schafft er es noch einen weiteren? Es ist unglaublich. Er hat mein Hauptziel schon kalt gemacht. Jetzt geht er zum vierten. Schafft er es noch, ihn fertig zu machen? Oh nein, leider hat er es nicht geschafft. Schade, 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 schade. Ja. Ich muss, wie gesagt, richtig aufpassen. Die sind hier sehr stark. Selbst am besten hinterhältig angreifen. Ja, einer nach dem anderen. Keiner interessiert sich für den Generator, Ausschaltung. Ich mache hier einen nach dem anderen jetzt platt. Ja, so leicht hätte es auch gehen können, wenn man ein bisschen nachdenkt. Namen, Daten. Ah, hier steht was von einem Funkgerät. Aber wo ist es? So, der nächste Stop würde ich sagen bei der Tower Bridge. Wow, das ist schon sehr geil. Und die sieht auch schon... Also ich war ja jetzt vor kurzem dort und die sieht wirklich schon... Ja... ziemlich gut nachgebaut aus. Auf jeden Fall. Gefällt mir sehr. Da haben sie sich Mühe gegeben. Würde ich jetzt mal so behaupten. Kann ich hier hoch mit Dingsen? Nee, hier kann ich zwar hochgehen, aber komme ich da rüber? Da geht es rüber. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nicht hier in die Falle reintrapsen. Das wäre nicht so cool. Da unten ist mein Ziel. Ja, da bin ich ja generell falsch. Da muss ich ja hier runter gehen. Ich dachte, das wäre direkt auf der Tower Bridge. Das war jetzt wahrscheinlich mein Fehler. Ich mache das wieder mit den Hanno-Zügen Bolzen, am besten zu Inkrobian. Die sind ja besonders stark. Dann einfach mal abwarten, was jetzt passiert. Ich hoffe, er macht viele kalt. Nicht nur andingsen, du musst auch richtig kalt machen. Wir haben Gesellschaft. Ihr wisst, was zu tun ist. Boah, Alter. Ich dachte gerade, die erschießen mich jetzt hier. Ja, schade. Sind nicht so viele kalt gemacht. Ich mach mal Zugabe. Lakaien hier. Ja, schade. Was soll ich machen? Runterhupen eigentlich. Sie ist ein Eindringling! Ja, ich bin ein Eindringling. Bringe ich jetzt um mit meinen schwachen Noob-Waffen. Ich komme näher. Gerät ist irgendwo am Fluss, aber ich die Musik hört sich auch schon anders an. Kaum ist es eine andere Zeit, da hört man hier ganz andere Musiken und so. Das haben sie schon nett gemacht. Zwei von 40 Truhen im Ersten Weltkrieg. Ja, da kann ich mich auch was gefasst machen in meiner privaten Sitzungen, die ich ja noch machen werde. Auf jeden Fall geht es jetzt zum dritten Punkt. Dann haben wir es auch wahrscheinlich schon bald geschafft. Mal gucken, was noch passiert. Eventuell kommen wir, kann ich mir gut vorstellen, kommen wir bestimmt nochmal hierher.
Weil es ist ja quasi wie eine zweite Welt, in der man hier drin ist. Oha. Kann ich hier jemanden abschießen oder drinnen? Ja. Nö. Ich glaube nicht, schade. So, jetzt warten wir ab, ob er ein paar kalt machen kann. Wir haben ganz schön viel. Oh, wir haben ganz viel. Oh, nee, das ist ja Wahnsinn. Ah, gut. Ena ist tot. Wenigstens etwas. Da geht der General hoch hier. Grün sind wohl Verbündete, würde ich jetzt sagen. Und ja, es färbt sich rot. Clever, das Funkgerät befindet sich in der Brücke, im Nordturm. Da sollte ich mal guten Tag sagen. Wieder zurück zur Brücke. Beschäftigt, aber nein, die ganze Welt muss auf die Zeit verschwinden. Den Nordturm soll ich erreichen? Ja, ja. Dreht sich wirklich sehr krass um die Brücke. Ist ja auch der neueste Schrei jetzt hier eigentlich in der Zeit. Mal gucken, ob ich hier mich entangeln kann. Ach, wieso? Wieso kann ich hier nicht? Ich kann nirgendwo hier dingsen hier. Diesen Lasso rausholen. Schade. Muss ich das leider jetzt umständlich machen hier? Ach, hier war es doch gerade. Nein, nicht hier hoch. Naja, egal. So, oh. Jetzt waren welche, die ich hier schnell kalt machen muss. Ansonsten muss ich mit meinen Noob-Waffen hier noch versuchen, welche zu kitzeln. Ah, natürlich ist das der andere Turm. Das ist jetzt natürlich ein bisschen dämlich gewählt, die Reihenfolge. Der ist natürlich die ganze Zeit oben hier. Wow. Ich wollte schon immer bei einer hochgeklappten Brücke mal hoch. Ja, also ich habe die echte Tower Bridge. Habt ihr das gesehen? Flugzeuge fliegen hier lang. Ich habe ja bei der echten Tower Bridge habe ich das ja gesehen, wie die Brücke hochgeht. Sehr cool. Aber ich fand es ja lustig, dass die Brücke selbst hochgeht bei so einem kleinen Segelboot, weil das so einen hohen Mast hat. Da war ich live dabei und ich dachte, jetzt kommt ein Riesenschiff. Und dann kam nur so ein kleines, echt ein kleines Segelboot mit einem Riesenmast. Ja, das machen die da auch. Die haben da festgelegte Zeiten, wann die Brücke hochgeht. Könnt ihr gerne nachgucken. Die Spione töten, die das Funkgerät bedienen. Jo. Ich weiß, wie die Befehle lauten, aber es fühlt sich Herausforderung nicht kommt. Richtig an, London selbst in Brand zu stecken. Scheint das ja ein Ding der Möglichkeit zu sein. Ja, aber die hat Noob-Waffen. Da müssen wir uns auch. Oh je. Ja, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Jetzt kommt die, jetzt kommt die und jetzt muss ich die erstmal. Oh. Tschüss. Und jetzt bist du dran. Ein Templar weniger. Über das Funkgerät mit Churchill reden. Hallo, mein alter Freund. Es ist getan, Sir. Es ist noch zu früh zum Feiern. Eines dieser verdammten Luftschiffe ist durchgebrochen. Keine Sorge. Ich habe einen Ausweichplan. Autsch. Was soll ich jetzt hier erreichen? Die Flugabwehrkanone erreichen? Frage ist,
Ah, da ist sie. Ich wollte sagen, die Frage ist, wo ist die Flugabwehrkanone? Die ist hier, direkt vor mir. Die Kanone gehört Ihnen. Mr. Churchill sollte sie von Zug verschwinden. Ich hab das schon mal gemacht, ganz klare Sache. Ich würde sagen, wir schießen einfach auf die Flugzeuge. Ich hab keine Ahnung. Ah, ich bin so schlecht in Flugzeuge abschießen, ich merk schon. Das ist ja wie Silvester an hier. Die zweite Welle von Flugzeugen zerstören. 0 von 2. Ah, 2 Flugzeuge. Zweite Welle, 2 Flugzeuge. Ich sehe sie aber gerade nicht. Ach hier. Oh, 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 oh. Ja, halt CX gedrückt, um in Deckung zu gehen. Alles klar. Nächstes Mal weiß ich, sie bin fast gestorben. Den habe ich. Ich möchte keine Flugzeuge in meinem Bauch sehen. Auch nicht die Munition von denen. Achtung, da kommt Ärger auf uns zu. Oh. Ja, erstmal muss ich ein bisschen anderweitig mich verteidigen. Geht runter von meinem Schiff. Macht schon ein bisschen Spaß. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, Krieg ist schlecht. Ist immer schlecht. Aber es macht Spaß. Ah, ich sehe noch keine dritte Welle von Flugzeugen. Ich muss mich in Deckung begeben. Und ich mich jetzt am Almen. Gut, dass das unendliche Munition hat hier. Weil so schlecht wie ich jetzt ziele. So, die letzte Welle von Flugzeugen zerstören. Und das sind 3 Stück. Dann haben wir es wohl geschafft. Und mein Leben ist auch wieder voll. Aufgeladen. In Deckung gehen. Boah. Du kriegst dein paar Munition hinterher. Du musst gerne wieder kommen. Da kommt schon wieder einer. Deckung geht. Oh, der letzte noch. Boah, jetzt kommt gleich die Frackteile zu mir hier. Oh, genau. Die greifen jetzt anscheinend das Zeppelin an hier. Explodiert. Ein herzerwärmender Anblick, Miss Fry. Ein Teil der Anerkennung gebührt Ihrem bemerkenswert bewaffneten Boot. Ein experimenteller Prototyp aus meiner Zeit als Lord der Admiralität. Ich war nicht immer ein Mann der Schatten. Und ich schätze, dieser Sieg wird Sie wieder zurück ins Rampenlicht rücken. Wir mögen den Feind zurückgeschlagen haben, aber es gibt immer noch deutsche Agenten in London. Momentan gibt es eine neue Gruppe, anders als alle anderen zuvor. Sie besitzt einen fanatischen, beinahe religiösen Eifer. Und Sie glauben, ich bin die richtige Frau für diesen Job? In der Tat. Ich möchte Mr. Asquith nicht ohne triftige Beweise einschalten, doch ich glaube, Sie stellen eine ernste Gefahr dar. Wenn Sie sich der Sache annehmen, gebe ich Ihnen mein Wort, dass ich, sobald ich wieder Mitglied des Parlaments bin, sehen werde, ob ich nicht etwas für Ihr Anliegen tun kann. Wie Sie ja wissen, kann das Recht zu wählen tödlicher sein als eine Kugel oder Klinge. Er hat so einen toten Blick hier.
Aber wir haben die Herausforderung geschafft und richtig viel Geld bekommen. Richtig viele Erfahrungspunkte. Wow. Und eine Montur habe ich auch bekommen. Den Militäranzug, den schauen wir uns jetzt gleich an. Aber zuvor geht es wieder zurück. Einst wandelte ich auf der Erde wie du. Ich wurde in die Kaste der Illuminaten geboren, in der Stadt Feyon, im Jahr 2195 des ISO-Zeitalters. Nun reise ich durch die breiten Flure eurer Maschinen und treibe durch das Grau. Aber ich werde stärker. Bald ist die Welt bereit für meine Rückkehr. Und deshalb habe ich dich in diese kriegerische Simulation gerufen, um dir eine Geschichte zu erzählen. Unsere Geschichte. Ja, wer hier aufmerksam die Assassin's Creed-Teile gespielt hat, weiß, wer das war. Oh, ich bleib doch wahrscheinlich hier drin. Jetzt habe ich Mist erzählt. Ja, ich bleibe anscheinend hier in diesem ersten Weltkrieg-Level. Jo, interessant, das ist auch hier die ganze Karte. Hier, das ist der Wayne Tower. Ne, Quatsch. Ist anscheinend die Mission. Hier sind ein paar Dinger zu machen. Also, und hier kommt man zurück anscheinend nach 1868. Aber ich kann euch verraten, wenn das hier die Mission ist, dann wird wahrscheinlich dann die nächste Mission dann hier weiter stattfinden. Ja, warum sollte ich jetzt zurück, wenn es hier auch so schön ist? Vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Video.